Ich darf Sie zu einer neuen Ausgabe von TV Mürz herzlich willkommen heißen. Wir sind heute hier am neuen Standort von Kinea in der Maria-Zeller-Straße 1. Und wie groß und vielfältig das Angebot von Kinea wirklich ist, ja, das zeigt sich hier in den großen, erweiterten neuen Räumlichkeiten. Alles für Gesundheit, Sport, Vitalität und Nahrungsergänzung finden Sie ab sofort im neuen, wesentlich vergrößerten Standort von Kinea. Hilfsmittel für die Krankenpflege und ein besseres Zuhause können nun auch von Privatpersonen bezogen werden. Mit Bodycult hat man einen kompetenten Partner im sportmedizinischen Bereich gefunden, nicht nur für Leistungssportler. Nahrungsergänzungsmittel sowie Low-Carb-Produkte wirken unterstützend bei gewünschter Gewichtsreduktion. Auch Sucrin hilft dabei, die natürliche Zuckeralternative. Die Kraft der Natur wird in Kenricos Kräuterpflaster wirksam. Spezielle Kräuter aktivieren den Körper und unterstützen so auf sanfte und einfache Weise. Gesundheit und Schönheit liegen dicht nebeneinander. Daher bietet Kinea hautfreundliche, nickelfreie und stilvolle Ohrringe von Blondal. Und stilvoll wird auch die neue Vinothek, die in Kürze die Produktwelt von Kinea erweitern wird. Gerhard Kubasser hat sich in der Kunstszene schon längst einen Namen gemacht. Mit seinen Bildern Wachsende Körper zeigt er Bäume, die sich bei genauerer Betrachtung in menschliche Körper verwandeln. Diesen Zyklus hat er nun um Skulpturen erweitert. Diese Skulpturen und weitere Kunstobjekte waren kürzlich in einer Ausstellung im Pfarrsaal Hönigsberg zu sehen. Seit 2004 betreibt er eine Galerie in Mürzzuschlag und seit 2008 arbeitet er in der ehemaligen Pfarrerwohnung in Hönigsberg. Sein Name ist Gerhard Kubasser. Er kommt aus Mürzzuschlag. Er lebt in Graz. Er arbeitet in Graz und Hönigsberg. Er ist freischaffender Künstler. In all seinen Werken spürt und sieht man seine Liebe zur Natur und zum menschlichen Körper. Die Natur hat es mir schon immer angetan. Ich bin als Kleiner schon gern in der Natur herumgekupft. Und irgendwo war es für mich eine logische Geschichte, das auch in meine Kunst zu verpacken. So werden aus Bananen wunderbare Bronzefiguren und aus Ästen, ebenfalls in Kombination mit Bronze, unglaubliche 3D-Skulpturen. Ich wollte im Prinzip meine wachsenden Körper erweitern um eine Dimension. Bis jetzt waren sie zweidimensional. Durch die Skulptur ist es möglich, das sozusagen auch ins Dreidimensionale zu bringen. Was sonst geschehen ist, ist eigentlich Zufall. Ja? Das ist passiert. Ja, in unser Leben treten nun mal Ereignisse, die von uns nicht vorherzusehen sind. Und so war auch der Anfang von Gerhard Kubassers Bronzearbeiten ein etwas anderer. Die allererste Skulptur war eine von den Schraubfiguren. Das sind da drüben die Styropor-Modelle, die ich dann in Bronze gegossen habe, wo diese Linie eingefräst ist. Und die haben wirklich ein Gewicht. Also da haben diese kleinen Dinger auch wirklich so 7-8 Kilo. Und das sind wirklich schwere Brocken, ja. Aber nicht im klassischen Sinne, denn die schweren Brocken sind als Kunstobjekt für den Betrachter gut verträglich. Du hast ein Atelier in einer ehemaligen Pfarrerwohnung. Ausstellung heute hier unter einem Gotteshaus. Ich denke, der Glaube spielt in deinem Leben schon eine große Rolle, oder? Du, da definitiv, ja, und es ist hier in dem Atelier natürlich auch ganz besonders zu arbeiten, weil es einfach immer dieses Flair von der Kirche spielt eigentlich immer mit rein in die Werke, denke ich mal. Und dadurch sind auch viele sakrale Werke in letzter Zeit entstanden. Wachsen zu dürfen als Mensch im Geiste ist wohl Gottes größtes Geschenk. Die Kunst ist nur das Instrument dazu. Die Reise ist das Schöne und ich glaube, der Weg ist eh das Ziel, also von dem her habe ich kein Problem, wenn ich nie ans Ziel komme. Ich bin mit dem Weg zufrieden. Vielleicht mag ihm ja die Taube im Inneren seiner neuesten Skulptur den Weg weisen.
Mit einem außergewöhnlichen Konzertereignis hat kürzlich die Reihe Klassik Mürz begonnen. Elisabeth Kropfitsch ist es wieder gelungen, bedeutende Künstler nach Mürzzuschlag zu holen. Am Programm standen Werke von Schubert, Liszt, Mozart und Richard Strauss. International renommierte Künstler gestalteten das erste von 5 Konzerten der Reihe Klassik Mürz im Webernsaal des Mürzzuschlager Kunsthauses. Freudvoll und leidvoll lautete der Titel des Programms. Am Klavier Eduard Kutrowatz. Es ist ein Lied von Franz Liszt, das im Zentrum dieses Programms steht. Und es drückt eigentlich die beiden Extremhaltungen, Stimmungen aus, die in der Musik, in der Kunst und die in jedem Menschenleben ständig vorhanden sind. Freude und Leid. In der Kunst dreht sich eigentlich alles immer um Liebe oder um Tod, so wie im Leben. Die zwei einzig wirklich unausweichlichen Themen, mit denen jeder zu tun hat. So auch in diesem Programm. Lieder, die mit Freude zu tun haben. Lieder, die auch, aber auch mit Leid zu tun haben. Das Zusammenspiel von Klavier, Stimme und Geige war eine Herausforderung für die Mitwirkenden. Die Herausforderung ist die Sängerin natürlich, weil sie eine wunderschöne Stimme hat und weil es immer schwer ist für einen Instrumentalisten, also in dem Fall für mich als Geigerin, dieser wunderschönen Stimme ein Gleichgewicht zu bieten. Und vielleicht geht es auch noch, da noch mehr Süße oder noch mehr Schönheit in den Ton zu legen. Ich werde mich jedenfalls sehr bemühen. Elisabeth Kropfitsch zeichnet für die Konzertreihe Klassik Mürz verantwortlich. 3 wunderbare Musiker und es freut uns natürlich besonders, dass wir auch im heurigen Jahr wieder Elisabeth Kropfitsch als Programmgestalterin gewinnen konnten. Ich sage es zu Beginn meiner Worte hier immer sehr salopp, Elisabeth Kropfitsch wäre ja auch nicht langweilig, wenn sie hier bei uns das nicht machen würde. Große Konzerttätigkeit international, ihre Lehrtätigkeit an der Universität für Musik in Wien. Und für uns ist es aber immer ganz besonders wichtig, dass wir Programmgestalter haben, die auch aus der Region stammen, mit der Region verbunden sind. Gefühlvoll und ausdrucksstark agierte die Liedinterpretin und Konzertsängerin Ildikó Raimondi. Wir haben 4 Liedgruppen, 4 Komponisten. Wir haben Mozart und Schubert, Liszt und Richard Strauss. Das allein schon ist eine gewisse Zeitreise, was auch stilistisch einiges verlangt. Und wir haben eine etwas außergewöhnliche Zusammenstellung vom Klavier, Geige und Stimme. Und es wurde auch eine Richard Strauss Liedergruppe von Eduard Kutrowatz extra arrangiert für dieses Trio von heute Abend. Also es ist auch einiges Neues oder Uraufführungsmäßiges, was wir hier bieten. Mit arrangierten Werken von Richard Strauss ging ein außergewöhnliches Konzertereignis im Kunsthaus Mürz zu Ende. Wegen des großen Erfolges des Mürzzuschlager Sommernacht-Shoppings wird es am 24. Oktober zu einer Neuauflage unter dem Namen Beiselhupfen kommen. Dabei wird den Besuchern neben dem Shoppingerlebnis auch in 8 Lokalen Live-Musik geboten. Am 24. Oktober werden 8 Live-Bands die Innenstadt von Mürzzuschlag zum Klingen bringen. Beim sogenannten Beiselhupfen wird den Gästen ab 20 Uhr bei freiem Eintritt ein bunter Musikmix angeboten.
Es geht darum, dass man einfach einen schönen Abend im Zuschlag wieder mal gemeinsam genießen kann und auch dem Genüge getan wird, dass ich meine, das ist nichts los. Ich denke, da ist sehr viel los dann. Es sind ja sehr unterschiedliche Musikgruppen, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Im Großen und Ganzen denke ich schon, es ist Country-Musik dabei, es sind die alten Hodern dabei, es sind Coverbands dabei. Also ich denke, es wird jeder was finden. Der Jazz ist auch leicht dabei, also ich denke, ja, für jeden was dabei. Im Restaurant Winkler dürfen sich die Besucher auf die Gruppe Quattro Sax freuen. Der Sound von Quattro Sax ist bereits weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und wird sicher zu einem tollen Musikerlebnis. 4 Stunden Live-Musik erleben können die Besucher auch im Café Conte. Unter dem Titel Das ist doch alles Austropop gastiert an diesem Abend Stefan Lotter, der bereits seit 2002 seine eigenen Lieder komponiert. Im Café Bar Pfiff werden sie zurückversetzt in die 50er, 60er und 70er Jahre mit der Johnny Suede Band. Der Name dieses unvergleichlichen österreichischen Rock'n'Roll-Sängers und Pianisten steht in der Musikszene für musikalische Qualität der Extraklasse. Der Leobener Musiker Bernd Kurek ist vor allem für seine besondere Spielweise des Schlagzeugs bekannt. Er ist beim ersten Mürzzuschlager Beißelhupfen im Steirischpub zu hören. Der Leobener ist vor 5 Jahren als Musiker durchgestartet und hat mittlerweile seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Unterschiedliche Musik-Acts in verschiedenen Lokalen gibt es ja auch in anderen Städten. Das Besondere im Mürzzuschlag ist aber das Zusammenspiel mit dem Handel. Die Kombination von Gastronomie und von Handel, wir wollen zeigen, dass die Innenstadt eben sich sehr gut eignet, das zu kombinieren, zusammen zu sein, vielleicht auch einmal die Lokale näher kennenzulernen, wenn man noch nicht dort war, Unterhaltung zu genießen und nebenbei zu sehen, welche Angebote die Betriebe haben. Man kann das eine oder andere vielleicht noch einkaufen und einfach die Innenstadt für einen gemeinsamen schönen Abend zu nutzen. Bereits zur Eröffnung des Pizzeria-Restaurants El Camino haben Mick Jagger für die musikalische Umrahmung gesorgt. Und auch an diesem Abend werden sie im El Camino dafür sorgen, dass es zu Holzofenpizza und anderen kulinarischen Spezialitäten auch das entsprechende musikalische Dessert in Form von Austropop geben wird. Im Café Joe gastieren an diesem Abend die Desperados. Sie bieten ein umfangreiches Repertoire über Partyrock mit Hits von Queen, über ABBA bis hin zu CCR. Aber auch Freunde des Schlagers kommen mit Hits von Howard Carpendale oder dem Nockhalm Quintett voll auf ihre Kosten. Die Formation Remember This Day wird beim ersten Mürzzuschlager Beißelhupfen im Café Mürz rocken. Hier kommen vor allem die Fans hausgemachter Rockmusik voll auf ihre Kosten. Mit Liedern von Ambros, SDS und anderen Größen der österreichischen Musik dürfen sich die Besucher in der Cafébar Testarossa verwöhnen lassen. Das Duo Mir Selber gehört bereits seit Jahren zu den heimischen Vertretern dieser Richtung und sorgt mit schönen Balladen, aber auch flotten Rhythmen des Austropops immer wieder für ein paar gemütliche Stunden. Freuen Sie sich auf einen tollen Abend und kommen Sie bei freiem Eintritt zum ersten Mürzzuschlager Beißelhupfen am 24. Oktober. Ja, da dürfen wir uns ja schon auf etwas ganz Besonderes freuen und ich hoffe bis dahin wieder voll fit zu sein. Aber Kinea hilft mir dabei, denn mit dieser Kapalorthese wird meine Problemhand ruhig gestellt. Bis dahin, alles Liebe, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen. Ja.